Der Bremer Sonderforschungsbereich 637 forscht im Bereich der Selbststeuerung in der Produktions- und Transportlogistik und schafft dafür die methodischen Grundlagen. Hier sehen Sie einen Demonstrator, der produktionslogistische Prozesse eines Montageszenarios für Pkw-Rückleuchten abbildet. Er zeigt, wie sich ein Produkt selbststeuernd durch die Montage einer Variantenproduktion bewegt und selbstständig alle erforderlichen Schritte koordiniert. Es sollen verschiedene Varianten eines Pkw-Rücklichtes montiert werden. Hierzu werden die Kundenaufträge in das System eingelastet. Die Produkte ordnen sich selbstständig diesen Aufträgen zu. Ein RFID-Chip, der während des Gießvorgangs in das Bauteil eingebracht wird, stellt die eindeutige Identifizierung sicher. Rückleuchten, die sich auf dem Montagesystem befinden, werden über diese RFID-Technologie identifiziert, lokalisiert und einem Softwareagenten zugeordnet. Die Entscheidungen für die Produkte treffen Softwareagenten. Für jede Rückleuchte existiert ein Softwareagent, der die Rückleuchte virtuell repräsentiert, mit den anderen Agenten kommuniziert und die Entscheidungen für sein Produkt trifft. Die Entscheidungsfindung wird dabei auf Grundlage der im SFB 637 entwickelten Selbststeuerungsalgorithmen getroffen. Außerdem können die Produkte sofort auf den Ausfall einer Maschine reagieren und die Montageschritte in einer abweichenden Reihenfolge durchlaufen. Dadurch werden unnötige Liegezeiten vermieden. Sollte sich zum Beispiel die Kundenauftragslage ändern, können sich die Produkte umentscheiden und eine andere Zielvariante wählen. Auf Basis der eingesetzten Technologien und der Forschungsergebnisse des SFB 637 werden aus den passiven Bauteilen aktive, selbststeuernde Produkte. Diese sind in der Lage, Änderungen und Störungen während der Montage zu erfassen und sich der aktuellen Situation anzupassen. In der Fabrik der selbststeuernden Produkte werden im SFB 637 entwickelte Selbststeuerungsmethoden anschaulich dargestellt und die Umsetzungsfähigkeit der Methoden in die Praxis aufgezeigt.